Ich bin gekommen, um deinen Sohn zu holen. Du hast dich im Weg geirrt. Vor 7 Jahren hast du feierlich geschworen, uns zu geben, was du bei deiner Rückkehr zu Hause vorfindest und nicht erwartet hast. Und das war dein Sohn, der inzwischen geboren wurde. Du hast wohl den Verstand verloren, verfluchter Kerl. Ohne strenge Auslese und vollständige Verwandlung kann niemand ein guter Hexer werden. Ist er ein Hexer oder wird er zu einem werden? Ja. Ist er ein Mensch? Ja. Gut, das reicht. Der Junge wird in den Kampf ziehen und die Ungeheuer vernichten, die die Menschen bedrohen. Was wollt ihr von uns, Herr? Was wollt ihr von uns? Lasst uns zufrieden. Ja, lasst uns zufrieden. Vernichtet sie! Du hast das Schwert gegen Menschen erhoben. Dort sind die Beweise. Du seist für alle Zeit verflucht. Verschwinde! Und gebt eure Schwerter ab. Vesemir. Das hier vergesse ich dir niemals. Irgendwann kriege ich dich. Ich vergesse dich auch nicht. Und hol mir dich noch. Wenn ich ein richtiger Hexer bin. Mutter. Ein Pferd. Mama, jetzt nicht. Verdirb mir nicht den Spaß. Komm weg da. Pavetta! Pavetta!
Ein Hexer war es. Ein Geralt von Riva. Und er sagt, er braucht keinen Lohn. Er war sowieso auf der Jagd nach der Bestie. Er scheint verwegen zu sein. Es ist ein seltsamer Menschenschlag. Man sagt von ihnen, sie seien... Es ist mir geläufig, wie Hexer sind. Haxo. Nun allerdings. Geh schnell und hol mir Mishovor und Visegard herein. Was suchst du hier? Geh wieder in dein Gemach. Mama. Hör mich bitte an. Sag die Verlobung und die Hochzeit ab. Ich flehe dich an. Pavetta. Die Mächtigen dürfen nicht darauf hören, was ihnen ihr Herz sagt. Zintra braucht einen König, einen männlichen Herrscher. Und wie du weißt, dürfen wir Frauen leider nicht das Land regieren. So lauten die Gesetze. Daran können wir nichts ändern. Wie kannst du mich aber nur so demütigen? Was soll das Festmahl für die Freier? Ich fühle mich wie eine Stute auf dem Pferdemarkt. Ohne Liebe kann ich... Ich will kein Wort mehr hören. Geh jetzt in dein Gemach. Ich komme nachher zu dir. Du kommst doch nicht. Wie oft hast du es schon versprochen? Wovor hast du Angst? Warum hilfst du mir nicht? Du begleitest ihre Hoheit in ihr Gemach. Pavetta bereitet mir Kummer. Sind irgendwelche Fortschritte zu bemerken, Druide? Ihre Kraft ist rein und ursprünglich und im Begriff, sich zu entwickeln. Sie hat sogar ein Übermaß an Kraft. Es wird seine Zeit brauchen. Ihre verstorbene Großmutter Aurelia konnte mit einem Augenbrauenzucken eine Zugbrücke anheben. Ich nehme an, es geht nachts hier irgendwo ein Geist um. Habt ihr verstanden? Haxo. Wenn wir gemeinsam an dasselbe denken und eigenartige Dinge geschehen, dann... Treibt sich hier ein Geist herum. Hast du schon von Nilfgaard gehört? Das ist ein kleines Königreich im Süden. Es ist nicht mehr klein. In diesem Land hat eine Kriegerkaste das Sagen. Sie rüsten immer weiter auf. Eroberung, Blut und Schwert, Herrschaft der Übermenschen, lauten ihre Parolen. Ihr Ziel ist, einen Zugang zum Meer zu bekommen. Sie erobern ein Land nach dem anderen und werden bald auch zu uns kommen. Aus diesem Grund müssen wir uns verbünden. Und deswegen muss Pavetta jemand Bestimmten heiraten. Und zwar den Fürsten von Skellige, einen Neffen des Königs. Und darum muss ich dieses Gastmahl ausrichten für die Heiratskandidaten. Wie dieser unsinnige Brauch es vorschreibt. Ich verstehe euch zwar, aber die öffentlichen Angelegenheiten und die der großen Welt sind mir fremd. Ich weiß. Ich will, dass du bis zur Hochzeit bleibst und auf alles ein Auge hast. Und insbesondere auf Pavetta. Und da wäre noch etwas. Das Allerwichtigste. Ich habe gehört, der Ritter Duni von Erlenwald, auch der Igel genannt, maßt sich das Recht an, Pavetta zu ehelichen. Seltsam, aber man sagt so. Wie begründet er seinen Anspruch? Er beruft sich auf ein Gespräch mit meinem verstorbenen Mann zu dessen Lebzeiten. Er könnte uns die Feierlichkeiten verderben.
Es wäre mir lieb, wenn du ihn aufhalten würdest. Ich ihn aufhalten würde? Wie denn für alle Zeit? Die Wahl der Mittel und Wege will ich allein dir überlassen. Ich begehe keinen Mord auf Bestellung. Dieser Igel hat, wie man sagt, keine menschliche Gestalt. Er kann ein Ungeheuer sein. Also? Ihr reitet nach Erlenwald? Was sollt ihr dort verrichten? Ich habe einen Auftrag dort auszuführen, wo deine Macht nicht hinreicht. Ich habe nichts Böses gewollt. Ich wollte nur zeigen, ich weiß Bescheid und bitte um etwas. Ich habe keine Freunde. Niemand will mir helfen. Und du machst dich auf den Weg, um zu töten. Das sehe ich in deinen Augen. Ich weiß noch nicht, was ich tue. Ist es noch weit bis zum Schloss? Habt ihr etwas mit unserem Herrn zu schaffen? Der ist nicht da. Dann warte ich, er wird schon kommen. Hier bin ich. Kommst du, um mich zu töten? Ist das Silber gegen Ungeheuer? Ja. Aber leider bist du ein ganz normaler Mensch. Zeig dein Gesicht, Duni. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Fürchtest du dich, weil du wie ein Ungeheuer aussiehst? Verschwinde, Igel. Kennst du das Gesetz der Überraschung? Du kennst es. Nach diesem Gesetz ist mir Pavetta für immer versprochen. Sie ist mein. Geh nach Hause, vernagelter Spitzkopf. Dieses Gesetz gilt für Auserwählte. Es hat mit Ehre und Hingabe zu tun. Davon verstehst du nichts. Du hast dir die magische Kraft Pavettas zunutze gemacht und benimmst dich wie jemand, der sich von Frauen beschützen lässt. Hör zu, Hexe. Von Mitternacht, bis die Sonne aufgeht, habe ich ein menschliches Gesicht. Aber ab dann habe ich wieder ein Igelgesicht. Solch einen Fluch kann man lösen, Igel. Nicht meinen. Ich habe es ein Leben lang versucht. Vor langer Zeit haben mir Hexer einmal gesagt, nur durch das Gesetz der Überraschung und der Heirat der Versprochenen könne der Bann gelöst werden. Und so kam es. Es war eine glückliche Fügung. König Rögner, der Vater Pavettas, hat sich vor 16 Jahren bei der Jagd verletzt, hat sich ein Bein gebrochen und ich habe ihm das Leben gerettet. Er versprach mir zu geben, was er bei seiner Rückkehr zu seiner Überraschung vorfände. Da wusste er noch nicht, dass Calante ein Kind gebären sollte. König Rögner hat mir auf dem Totenbett etwas anvertraut. Seine Worte waren so undeutlich und rätselhaft. Ich dachte, er spreche im Fieberwahn. Nach all den Jahren des Schweigens gab er kurz vor dem Tod ein paar skurrile Worte von sich. Hätte ich das etwa ernst nehmen sollen? Wenn ich euch etwas unter vier Augen sagen darf. Sprich ruhig, in diesem Kreis gibt es keine Geheimnisse. Ich vermute ganz stark, dass Pavetta und der Igel von Erlenwald schon ein Paar gewesen sind. Und Pavetta keine Jungfrau mehr ist. So ist es. So ist es. Er spricht die Wahrheit. Ich wollte mit dir darüber reden, dir alles sagen. Doch du hast ja nie Zeit für mich gehabt. Du hast mich abgewiesen. Für dich bin ich nur eine Sache, die mit größtmöglichem Gewinn verkauft werden soll. Jedes Kind in der Unterstadt bekommt von seiner Familie mehr Aufmerksamkeit und Mitgefühl. Dafür ist es jetzt aber zu spät. Ich liebe ihn. Lass mich zufrieden. Du solltest ihn vernichten. Bei allen Dämonen der Welt, seitdem du hier bist, geschieht ein Unglück nach dem anderen. Sprecht Pavetta nicht das Recht auf diese Liebe ab. Wenn diese Verbindung aus dem Gesetz der Überraschung hervorgeht, ist Pavetta bloß der Vorsehung gefolgt. Dann könnt ihr nichts ändern. Das Schicksal ist unausweichlich. Woher weißt du das, wenn ich fragen darf? Eure Hoheit, auch ihn hat man aus dem Elternhaus geholt. Er ist selbst ein Kind der Überraschung.
zielone pola nad brzegiem morza, gdzie barwę krwi mają róże. Tam się dwie wielkie spotkały armie w bitwie pod Chocie Burze. Hoheit, wo ist Pavetta? Werte Gäste, schlechte Neuigkeiten gehören schnell verbreitet. An den guten aber sollt ihr euch lange erfreuen. So verkünde ich, dass Pavetta heute nicht die Königin eurer Träume sein kann. Warum nicht? Sucht ihr für sie keinen Bräutigam? Gewichtige Gründe haben uns dazu bewogen, die Feierlichkeiten zu verschieben. Allerdings wünscht Königin Calante, dass ihr hier verweilt, bis zum Tag der Hochzeit. Wann auch immer dieser Tag sein mag und wer auch immer der Bräutigam oder die Braut sein mag. Duni von Erlenwald, auch der Igel genannt. Dort ist die Ursache für alle Beschwernis. Der Igel von Erlenwald. Er reklamiert für sich ein größeres Recht auf Pavetta als einer der hier Anwesenden. Wir wollen seine Rechte näher betrachten, einer Prüfung unterziehen und zu einem Urteil kommen. Der Igel sagt, er habe König Rögner einst das Leben gerettet, woraufhin dieser ihm seine Tochter zur Frau versprochen hätte, obwohl sie damals noch gar nicht auf der Welt war. Zeig uns dein Gesicht, Igel. Komm, setz dich zu uns. Ich stehe lieber. Ich komme, um mein Recht einzulösen. Mein Gesicht zeige ich erst nach Mitternacht. Dann mach, dass du fortkommst. Verschone uns mit deiner Gegenwart, Igel. Störe nicht die fröhliche Runde. Nimm den Helm ab! Nein, noch nicht. Runter mit dem Helm! Los! Komm schon! Ich bitte euch, Calante, hat der König versprochen, sich an das Gesetz der Überraschung zu halten? Und betraf es Pavetta? Ja. Ich will nur sie. Kein Königreich, keine Ländereien, nichts dergleichen. Nichts weiter als sie. Was ist? Er will die Königstochter? Das pelzige Schweinemaul? Nie und nimmer! Schlagt ihn tot! Nein! Nein! Nicht! Nein! Ich gebe dir, Pavetta. Igel von Erlenwald, du sollst sie haben. Ich gebe dir, Pavetta. Die Sonne geht auf. Und noch immer, Duni, hast du dein Menschengesicht. Ihr habt den Fluch von ihm genommen. Ihr habt gesagt, ihr würdet ihm Pavetta geben. So habt ihr die Vorsehung wahr werden lassen. Königin,
Ihr habt mich getäuscht. Das ist nicht meine Welt. Geralt, ihr habt so viel für uns getan. Für mich. Geht nicht weg. Ich bitte dich auch. Sag mir, was du willst. Ich erfülle es dir. Ich will nichts, danke. Du kannst nicht einfach so gehen. Du hast mir in Erlenwald gesagt, du magst mich nicht. Das macht es zwar schwierig, aber einen Lohn musst du haben. Alles, was er von jemandem fordern darf, ist sein Anspruch auf das Recht der Überraschung. Lass den in Ruhe. Geralt, geh von hier fort. Bitte. Warte. Es ist besser, wenn wir gleich ins Reine kommen. Dann haben wir es hinter uns und er kann später nichts mehr von mir fordern. Ich kenne Leute wie ihn, Schwiegermutter. Du versprichst mir also, dass ich bekomme, was ich will, richtig? Ja. Yeah. Dann wirst du mir geben, was du schon hast, wovon du aber noch nichts weißt. Ich werde nach Zintra zurückkehren, um mich zu überzeugen, ob mir die Vorsehung gnädig war. Ich wollte es dir schon früher sagen, dass... dass ich... ein Kind von dir erwarte. Na szlaku przeznaczenia trwaj, a jest nim walka. Twój miecz nie pozna smaku rdzy, zalśnij od krwi. I jeszcze jedno prawo twe, to niespodzianka. Ktokolwiek się sprzeciwi jej, przeznaczony mu miecz. Finger weg von der Tasche, sie gehört dir nicht. Wer seid ihr denn? Das geht dich nichts an, Freundchen. Ich sehe euch unbewaffnet. Das kommt euch nicht zu Hilfe. Du täuschst dich. Meine Waffe folgt mir immer. $200, wie vereinbart. Bitte, Herr Vogt. Für das bisschen habe ich meinen Hals riskiert und ihr wolltet noch meine Taschen plündern? Nein, nein, das haben wir nicht. Nein, Herr. Eins hast du vergessen. Was denn, mein Herr? Du hast mich mit dem Messer bedroht. Obwohl ich unbewaffnet war. Ein schöner Schlag eines sirikanischen Säbels. Ich bin Borch von den drei Dohlen. Das sind meine beiden Mädchen, Thea und Wea. Sirikanerin, wie du unschwer erraten hast. Geralt von Riva. Du hast genug gehabt. Geh nach Hause. Warte mal, schenk mir noch einen Becher ein. Mach schon. Borch, versteh doch. Ich kann nicht dieselben Ängste wie die Menschen haben. Du hast schon recht, ich habe meine eigene Auffassung davon. Ich erkläre sie dir. Ich vernichte nur diejenigen Kreaturen, die die Menschen in Gefahr bringen. Und verschone die anderen, die den Menschen aus dem Weg gehen. Vor ihnen fliehen. Sie haben das Recht zu leben. Sie waren zuerst hier. Sie bedrohen niemanden. Eigenwillige Auffassung. Deckt sich nur nicht mit den Interessen der Menschen. Die Interessen der Menschen gehen mich nicht viel an. Du schützt sie doch, das begreife ich nicht. Ihr Leben, nicht ihre Interessen. Was für Ungeheuer lässt du am Leben? Wenn du darauf bestehst, na gut, dann sage ich dir eben. Ich bringe keine Drachen um. Weil sie die gefährlichsten sind? Ach nein, Borch, deshalb doch nicht. Die Drachen greifen die Menschen nicht an. Sie rennen weg. Die Menschen jagen doch die Drachen. Weil sie Schafe und Kühe reißen. Sie müssen. Ein Drache ist keine Maus, er frisst viel. Die Menschen haben die ganzen Wälder gerodet. Das Wild ausgerottet. Sein Revier immer weiter beschnitten. Wovon soll er sich denn ernähren? Geralt, du erstaunst mich. Ja doch, Borch, diese Entwicklung macht mir Sorge.
offen gesagt, sie sind ein Wunder der Natur. Ich mag die Drachen, wie sie Feuer speien, wie sie durch die Lüfte fliegen. Schätze bewachen und hüten sie nur zum Vergnügen. Sie kennen weder Rachsucht noch Neid. Warum sollte ich sie töten? Sie sind wunderschön. Die beiden fassen es noch als Kompliment auf. Vorsichtig. Sie sind genauso hartnäckig und ausdauernd im Liebeskampf. Du gefällst ihnen. Du gefällst ihnen wahrhaftig. Wie ist dein Name? Alvernale. Entzückend. Warum versperrt ihr den Übergang? Weil ich Befehl habe, niemanden durchzulassen. Erzähl mir keinen Unsinn. Hier ist das freie Land, Holopole. Weißt du das nicht, dummer Kerl? Lass ihn, Geralt. Du hältst uns nicht auf. Wir reiten nach Hengfors am linken Ufer des Bra. Heißt das, ihr seid gar nicht hinter dem Drachen her? Hinter welchem Drachen denn, Freundchen? Geralt! Ich bin Jaskier. Bade und Dichter. Manche Mädchen nennen mich auch der Unvergleichliche. Die Sonne fahl. Kaum aus dem Wasser am Horizont. Doch schon erlaubt Sprich sie uns... normal, ja? Ist sie nicht fahl? Im Weideland von Holopole ist ein Drache gelandet. War es vielleicht eine Vogelscheuche? Passt ein Drache nur besser in deine Ballade? Sieh dich vor, ich habe ihn mit meinen eigenen Augen gesehen. Ein Schuster von dort, ein gewisser Kosoje, hatte die Idee. Sie brachten ein Schaf um, stopften es mit Nieswurz, Wolfsbeeren, Hundspetersilie, Schwefel und Schusterpech aus. Dann kam das Schäfchen wieder mitten in die Herde. Niemand dachte, dass der Drache sich von diesem meilenweit stinkenden Köder anlocken lassen würde. Aber doch, hättet ihr es gedacht, das Ungeheuer verschlang ihn. Und was passierte dann, Jaskier? Es war, als hätte ihn der Schlag getroffen. Und es vergingen keine zwei Gebete. Da brüllte er schon, überschlug sich und stieß Rauch aus. Dann wurde er schwach und rührte sich nicht mehr. Zwei Jäger wagten sich vor, um zu sehen, ob sich noch etwas regt. Wir haben ihm dann einen schönen Grabhügel aufgeschüttet. Und, war er tot? Natürlich nicht. Er kam zu sich und flog weg. Und wisst ihr wohin? Er rettete sich in die Schluchten des Pustulski-Gebirges. Jetzt ist mir alles klar. Er war nur in eine Schockstarre gefallen. In den Bergen muss ein Schatz sein, deshalb lässt man uns nicht über den Fluss. An diesen Schatz möchte jemand anderer heran. Und zwar kein geringerer als König Njedamir von Kaengorn. Ja, du hast recht. Er versperrt allen den Weg, die dorthin wollen. Wie den Holopolanern, die dem Drachen den Garaus machen wollen. Das ist der Grund, warum er Reiter ausgesandt hat, damit sie schnell die Drachenjäger zusammentrommeln. Wir schließen uns ihnen an. Hoffst du auf einen Teil der Beute? Nein, nicht unbedingt. Interessiert dich der Drache? Weißt du, die einen wollen ihn vernichten, andere wie du haben etwas dagegen, aber ich sehe da noch eine dritte Möglichkeit. Wenn ich dich richtig verstehe, dann willst du sie aufhalten. Versuch es lieber nicht. Lass dir zumindest nichts anmerken, sie erschlagen dich bei nächster Gelegenheit. Nein, Rettersmann. Um den Drachen zu retten, musst du die Menschen vernichten. Das ist nichts für mich. Ich will auch nicht dabei sein. Ich bedauere. Dann reite ich ohne dich. Aber danke für die Warnung, Geralt. Der König ist schon aufgebrochen. Wir haben nur noch auf euch gewartet, Herrin. Sei gegrüßt, Yennefer. Ach, ihr kennt euch?
kannten uns. Ihr seid so wunderschön und anmutig. Ich heiße Yennefer. Ich bin Magierin. Uns verbindet, womit ich mich beschäftige. Dein Befehl, mein Offizier, gilt für das Lumpenpack aus der Stadt und das Landstreichergesindel, nicht für uns Adlige und Ritter. Ich habe Befehl, nur die durchzulassen, die das Untier vernichten können. Kennst du das? Seid ihr etwa ein Hexer, mein Herr? Yennefer. Bist du hergekommen, weil du dich um den Drachen sorgst? Bestimmt hat sich deine Meinung nicht geändert. Nein, die hat sich nicht geändert. Weder in dem Punkt noch was alles andere betrifft. Nein, Geralt. Wir sind nicht füreinander geschaffen. Ich kann mich nicht auf jemanden einlassen, der sich nachts in Gewölben oder Höhlen herumtreibt und von dem ich nicht weiß, ob er heil zurückkehrt. So ist es doch immer noch. Du bist wie eine vertrocknende Mistel im Wind. Gestern hast du einen Basilisken getötet und heute ziehst du wieder weiter. Und keiner weiß, wieso und wohin. Als Hexer irrst du umher, weil du keine Ziele haben darfst. Bis auf eins, alle Ungeheuer der Welt zu töten. Ja, das ist mein Schicksal. Und was sind deine Ziele? Warum bist du hier? Aber weißt du das nicht? Immer noch aus dem einen Grund. Ich möchte Frau sein, Mutter sein, aber kann es nicht. Ich habe von einem bestimmten Mittel gehört, das mich vielleicht heilen könnte. Und dieses Mittel wird aus Drachengewebe hergestellt. Neuigkeiten aus den höheren Kreisen? Sie palavern alle von Berufung. Niedamir will sich ein Fürstentum aneignen und Eik von Denisle beschützt Jungfrauen vor den Drachen. Und Yennefer? Schweigen drüber, Borch. Es ist vorbei. Was ist da los?
Das muss ich wissen. Geh nicht. Wieso nicht? Nein, warte. Schade drauf. Rette wenigstens dich. Nein! Halte durch! Hier, halt! Wir werden niemals zueinander finden. Denk nicht an mich! Komm! Bleib hier, Jaskia. Wo ist Borch? Ihr wart doch zusammen. Ritter! Ritter! Euer Wohlgeboren! Da ist ein Drache, ein Riesendrache! Wo? Jenseits der Schlucht! Seht ihn euch an! Los, aufgesessen! Schnell, heil euch! Vorwärts! Los, bewegt euch! Mach schon! Vorwärts, los! Komm! Welche erhabene Schönheit. Kommt, meine Freunde, lasst uns in den Kampf ziehen. Das ist aber nicht der, hinter dem wir her sind. Das Exemplar, das wir in Holopole vergiftet haben, sitzt in einer Höhle, bewacht den Schatz. Wen interessiert das schon? Seine Haut bringt uns sicher genauso viel ein. Los, vorwärts, lasst uns ans Werk gehen. So schön, mein Drache. Nein, wartet! Lassen wir ihn zufrieden, ich bitte euch! Eine Legende tötet man nicht. Geralt, Yennefer! Ihr müsst sie aufhalten! Warum sich in Gefahr bringen? Wir werfen dem Ungeheuer einen vergifteten Köder vor! Ha, verrecken soll's! Verschwinde, du Schwachkopf! Los, verschwinde! Und jeder Schwachkopf weiß, es ist ein magischer Drache. Hört auf den Dichter! Ich warne euch, flieht! Und du hörst hier aus? Der Drache! Die Scheiße, die ihr treten werdet! Die Steinlawine, die ich auf euch herabdonnern ließ, hat euch nicht aufgehalten! Ihr Weg nach Norden ist versperrt! Fort mit euch! Hey, er spricht ja! Ehrwürdiger Drache! Des Menschengeschlechts größter Zerstörer! Hast du genug Mut und trittst dem Ritter Eik von Denizli gegenüber, Auge in Auge und auf festem Boden, in einem ehrlich geführten Kampf, auf Leben und Tod, Drache? Reite weg!
Komm, töte ihn. Komm, töte ihn für mich. Dann mach ich, was du willst. Vorhin am Abgrund hast du mir die Wahrheit gesagt. Und jetzt willst du mich mit deinem Versprechen kaufen? Nein. Dort ist das Reich der Natur. Lassen wir es so, wie es ist. Das Reich der Menschen ist für die Menschen. Es ist jetzt schon gewaltig groß. Der Drache möchte seinen Frieden. Er könnte uns verbrennen, aber er will es nicht. Das sollte uns eine wichtige Lehre sein. Gehen wir von hier fort. Wir kehren nach Kengon zurück. Aber Herr, keine Widerrede. Frau Yennefer, ihr Rittersleute, lebt wohl. Danke für die wahren Worte, Geralt. Dummköpfe haben mich irre geführt. Yennefer, ich möchte mit euch eine Abmachung treffen. Halbe halbe. Von dem Drachen und dem Schatz. Der Drache ist mein, der Schatz euer. Hat die Habgier euch den Verstand geraubt? Jedes Ungeheuer ziehe ich euch vor. Jaskier, komm, wir gehen. Sag mir, auf wessen Seite du stehst. Ich möchte nicht gegen dich sein. Dann vertrau mir, ich bitte dich. Wo ist es denn? Komm her, du Biest. Dich kriegen wir schon. Da ist es. Jetzt sehe ich es. Los, komm her! Es rennt weg! Ja, da ist es! Du entkommst uns nicht. Schlagt es tot! Ich will es haben. Finger weg! Lasst ihn zufrieden! Her mit dem Viech! Ist doch noch ein kleines Drachenkind! Schluss mit dem Geheul! Es ist das Kind des Drachen, den die Holopolaner vergiftet haben. Ja! Nur wir sind noch da, du und ich. Das Drachenkind und der Dichter. Es bedeutet sicher etwas. Ich weiß nur nicht was. Sag du's mir, Borch. Von ihm werde ich es nie erfahren. Ich mach keine Ballade draus. Einige Kreaturen, die ihr als Ungeheuer bezeichnet, fühlen sich in ihrer Existenz bedroht von den Menschen. Sie können sich nicht wehren und brauchen einen Beschützer, einen Hexer. Gelegentlich bin ich das. Das werde ich nicht besingen. Es ist zu bewegend und zu schön. Geralt, bitte mich um irgendetwas. Ich habe viele Talente. Ich kann fast alles. Dann vermagst du auch Gedanken zu lesen. Glaubst du? Nein, das ist mir nicht gegeben. Auch ich lese Gedanken. Chociaż płonie serce twe, ona ci nie pisana. Tak kończą się pożary serc, oceanem rozstania, oceanem rozstania, oceanem rozstania.
Wer von Ihnen ist Kalantes Enkelkind? Das darf ich dir nicht sagen. Sieh dich vor mit der Königin. Pavetta und der Igel sind auf See gestorben. Das Kind ist ihre letzte Hoffnung. Das letzte des Geschlechts. Ich flehe dich an. Nimm mir bitte nicht das Kind weg. Das einzige Kind, das mir auf dem Thron folgen kann. Das kannst du nicht verlangen. Das ist unmenschlich. Sieh mich an. Sieh mich an. Was für einen Preis habe ich für den Hochmut bezahlt. Alles habe ich verloren und Nilfgaard ist schon. Dort im Schlossgraben sind die Jungen und spielen. Such dir einen von ihnen aus. Nimm sie ruhig alle. Sei dieses eine Mal nur ein Mensch. Keines der Kinder, die da im Schlossgraben spielen, eignet sich zum Hexer. Pavettas Kind ist nicht darunter. Wieso? Weißt du nicht, Schweigt! Ich will kein Wort mehr von euch hören, kein Wort. Pavettas Kind ist nicht unter den Jungen im Hof. Und ein anderes Kind nehme ich nicht mit. Also kein Wort mehr, verstanden? Habt ihr verstanden? Ja. Ja, danke. Ja. Wie kann ich dir bloß danken, Geralt? Wenn die Vorsehung selbst allerdings fordert, zu ihrem Recht zu kommen, wenn man sie nicht übergehen darf. Ich weiß nicht. Aber nicht ihr stellt euch gegen die Vorsehung, sondern ich. Macht euch keine Sorgen. Ich gehe von hier fort in ferne Länder. Für lange Zeit, vielleicht für immer. Tej nocy nie zobaczysz gwiazd. To łuna nad Cintrą zapłonie i ukaże świat, świat, który zginie. Jak stado czarnych kruków gdzieś pędzą wrogowie. Uszedłeś, ale losy twe dokonują się w tobie. Nach dem Untergang Zintras und dem Tod von Königin Kalante hat der Kaiser, wie ihr wisst, einen Statthalter eingesetzt und eine neue Ordnung eingeführt, was unter den Lehnsherren und Lehnsmännern zum Aufstand geführt hat. Es liegt noch nicht lange zurück, da hast du gesagt, sie kämpfen um die Freiheit. Weil sich hartnäckig Gerüchte hielten, die Enkelin der Königin hätte es überlebt, hat der Kaiser angeordnet, den Gerüchten auf den Grund zu gehen. Sie könnten sich unter Umständen als wahr herausstellen. Verhält es sich so, wie er sagt? Der Kaiser ist in sehr großer Sorge. Wenn die Fürsten das Kind wirklich in die Hände bekommen sollten, wird es Krieg geben. Sämtliche Stämme der Elfen und Gnome werden sich daran beteiligen. Sie glauben, in den Adern dieses Mädchens fließe das heilige Blut aller ihrer Vorfahren. Ich verstehe. Der Kaiser wünscht, dass das Mädchen so schnell wie möglich nach Nilfgaard gebracht wird. Das verstehe ich aber nicht. Mit etwas Überlegung könnte man darauf kommen. Aha. Eine Frau hat er zwar. Doch hat der Kaiser keine Kinder. So ist es. Seine Gattin, Herr Graf, das ist hohe Politik. Genialer Plan. Aber wie soll man ihn durchführen? Es sind Gegenden, in denen viele Heiligtümer und Tempel liegen, auch der der Militele, Göttin des Erdkultes, dessen Priesterin Nenneke sich über das Gesetz hinwegsetzt und Flüchtlingen unter dem Vorwand der Nächstenliebe Zuflucht gewährt. Ich weiß, ihr werdet es mit eurer Intelligenz schon schaffen. Die heikle Natur des Auftrags wird euch zur Eingebung verhelfen, wie er zu bewältigen ist. Dieses Mädchen muss unbedingt gefunden werden. Thank you.
glaube, er hat euch erkannt. Er ist nicht ganz bei Sinnen. Er hat keine Mutter. Er ist ein Hexer. Ich dachte, er ist ein Mensch. Weil er so aussieht, bis auf seine weißen Haare. Er ist ja auch ein Mensch. Mit Eltern wie jeder andere Mensch. Man holt sie als kleine Kinder und macht dann Hexer aus ihnen. Und die Mütter haben sie freiwillig weggegeben? Jetzt nicht, Siri. Ich erklär's dir später. Mach mir einen Verband. Mach dich nützlich. Ich weiß nicht, ob er es überlebt. Du musst ihm dabei helfen. Siri. Ja, was? Los, los, los. Ruhig. Ganz ruhig. Schlaf. Schlaf. Hörst du mich? Verstehst du mich? Na bitte. Ich musste deine Wunden noch mal öffnen und dich von neuem heilen. Bei den Göttern, wer hat dich so zugerichtet? Ein Schwarm Vampire? Es ist im Sumpf passiert, Mutter. Ich war nicht schnell genug. Dank. Danke allen, die geholfen haben. Diesmal haben wir alle mitgemacht. Es gemeinsam geschafft. Du bist unverwüstlich. Dein eiserner Wille. Jetzt kommst du wieder auf die Beine. Hm? Wer ist dieses kleine Mädchen gewesen? Ciri? Es ist ein Waisenkind, wie viele hier. Oh. Wir haben sie versteckt in dieser gefährlichen Zeit. Sie hat schlimme Dinge erlebt. Sei nicht so streng mit ihr, sie ist sehr empfindsam. Du weißt selbst, es ist eine einmalige Gelegenheit für unseren Orden. So eine werden wir nie wiederbekommen. Vielleicht wird es uns mal vergönnt sein, eines Tages ein eigenes Fürstentum zu gründen. Ja. Wir brauchen ein Ungeheuer in einem menschlichen Körper. Eins, das Tod und Verwüstung sehen kann. Eins, das keine Güte kennt. Nur Hass und nichts als Hass. In den Bergen von Sodden treibt ein Weib ihr Unwesen. Man nennt sie die Pfählerin, weil sie Menschen aufspießt. Man sagt, sie sei von Dämonen besessen und von der schwarzen Sonne gebrandmarkt. Man sagt auch, es sei Renfri. Die Fürstentochter von Kreden. Als Kind lief sie vom Hofe fort und ließ sich mit den 7 Gnomen von Mahakam ein. Sie raubten Kaufleute aus, man sagt ihr abscheuliche Taten nach. Sie hat eine eigene Bande, die aus den schlimmsten Lumpen und Verbrechern besteht. Sie kennt keine Gnade. Lass sie zu uns kommen. Ich entbinde dich von deinem Schweigegelübde. Du verheimlichst doch etwas. Ist es wirklich so schlimm? Sprich schon. Ich habe Verwüstung gesehen. Feuer und ebenso Tod. Wo denn? Hier bei uns. Das glaube ich nicht. Komm, lass uns beten. Noch etwas, Herrin. Sie verbindet etwas, Geralt und Ciri. Ich weiß. Geralt weiß allerdings nichts davon. Sag ihm nichts.
Ciri muss so schnell wie möglich von hier fort. Ich bitte euch, unterschätzt die Gefahr nicht. Keine Angst, ich habe schon einen Brief an den Fürsten geschickt. Warte nur ab. Hab keine Angst vor den Menschen, Geralt. Ich selbst bin doch auch ein Mensch. Genau wie du. Komm mit! Ich hab dich lieb, Geralt. Ich bin Falvik, der Graf von Moen. Und das ist der Ritter Tyles von Dorndal. Wir haben euch erwartet, Herr Graf. Eure edlen Ritter des Ordens der Weißen Rose stehen in den Diensten des mit großer Güte über diese Gegend herrschenden Fürsten Herevard. Und wie ich weiß, bemüht sich das Stiftskapitel um eine Schenkung für euren Orden. Herzlichen Dank dafür. Wir haben sie schon erhalten. Auf Empfehlung unseres Herrschers sind wir gekommen, um euer Heiligtum in Augenschein zu nehmen. Wir hörten Gerüchte, Elfen und andere nichtmenschliche Geschöpfe bekämen hier Unterschlupf. Auch vom Hexer verlangen wir, die Mauern hier zu verlassen. Wollt ihr etwa die älteste Kultstätte des Landes entehren? Indem ihr hier mit kriegerischer Gewalt alles durchkämmt? Hier ist aber kein Krieg. Der Fürst hat einen solchen Befehl nicht gegeben. Wie könnt ihr es wagen, die Befehle des Fürsten eine Lüge zu nennen? Nein, Tyles. Ihr gebt doch zu, Herren, einen Hexer in eurer Kultstätte anzutreffen, ist nicht ganz üblich. Was tut er hier wohl? Betet er? Der Hexer Geralt zählt schon seit ewigen Zeiten zu den Freunden unseres Ordens. Er erholt sich gerade bei uns von einer Verwundung. Keine Sorge, Graf Falvik. Ich bin ausschließlich privat hier. Ich erfülle keine Mission. Seid versichert, in 3 Tagen habe ich das Haus verlassen. Du wirst es sofort verlassen, und zwar in Handfesseln. Und diesen Ort des Aberglaubens werden wir uns trotzdem vornehmen. Ich fürchte, ich mag dich nicht. Ich mag dich wirklich nicht. Du drohst einer Frau und mir Gewalt an. Droh uns nicht, sonst wirst du es bereuen. Bitte, Graf Falvik. Wenn er das Schwert zieht, nehme ich es ihm ab, das schwöre ich. Und wie jeden gewöhnlichen Lump schlage ich ihn nieder. Für diese Beleidigung verlange ich Genugtuung. Ich erwarte dich vor dem Tor. Ihr habt etwas fallen lassen. Der heilige Ort soll nicht beschmutzt werden. Hebt es auf. Falvik, verschwindet mit dem Dummkopf, sonst gibt es noch ein Unglück. Und dem Fürsten lasse ich einen Brief zukommen. Und jetzt schert ihr euch fort. Nimm sie nach Brokilon mit und versteck sie dort. Das ist der einzige Ort, wo sie sicher ist, wo der Kaiser sie nicht finden wird. Falls er es überhaupt ist, der sie sucht. Geralt! Ich frage dich, warum hast du mir das verschwiegen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Ciri Calantes Enkeltochter ist? Was hätte das schon geändert? Dann wäre ich auf der Stelle gegangen. Ich habe einen Schwur abgelegt. Ich hätte ihr nie begegnen dürfen. Meinetwegen fallen Calante und Ciri der Rache zum Opfer. Oh, Melitele, welch eine Anmaßung. Nein, Geralt. Was verlangst du denn von mir? Entscheide dich doch mal endlich. Wenn du ein Mensch sein willst, dann sei einfach ein Mensch. Weißt du, was das jetzt bedeutet? Bisher habe ich nur Menschen getötet, um mich selbst zu verteidigen. Jetzt werde ich es tun müssen, um... Ja. Wenn es nicht anders geht, dann... für eine gerechte Sache. Ja, gut. Ich nehme sie gleich morgen früh mit. So schnell geht es auch nicht. Ich gebe dir morgen Briefe mit. Wir müssen erst sicher sein, dass man sie aufnimmt und sie dort in einem sicheren Versteck ist. Ciri? Was machst du hier? Ich will, dass du mich mitnimmst. Weiß die Priesterin davon?
Nein, Iola hat gesagt, du musst mich mitnehmen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Sie ist Seherin. Irgendetwas Schlimmes hat sie gesehen. Soll ich dich entführen? Ich habe gesehen, wie Großmutter gestorben ist. Wie Zintra gebrannt hat. Was sie getan haben. Ich will nicht. Ich habe Angst. Iola lügt nicht. Geralt, bitte nimm mich mit. Wir fragen erst mal Anneke. Nein! Sie wird es nicht erlauben. Du musst alleine entscheiden. Ich bin das Kind deiner Vorsehung. Das hat Iola mir selbst gesagt. Also gut. Nein. Ich will sie jetzt schon mitnehmen. Nein. Und wenn es stimmt, was Iola vorausgesagt hat? In Ellander streifen Banden in der Gegend umher. Es ist gefährlich. Bei mir wird sie aber sicher sein. Nein. Du entscheidest. Flucht nochmal. Endlich vorgekrochen aus dem Rockschoß der Priesterin. Du hast den edlen Teiles zutiefst beleidigt. Er hat dich zum Duell herausgefordert. Stehen bleiben. Was passiert jetzt? Du musst die Herausforderung annehmen. Ich muss dir die Augen verbinden. Um einen Ausgleich zu schaffen, du Schlechter. Ich verstehe, das bedeutet, er kann mich ungestraft töten. Aber falls ich ihn mit dem Schwert treffen sollte, werde ich aufgeknüpft. Was? Wo bleibt eure Ehre? Wo ist denn der Ritter, der mich herausgefordert hat? Ist er fort, ohne sich zu verabschieden? Edler Teiles, lass dich von mir in Fesseln legen. Sonst geht das noch ewig so weiter. Ergreift ihn! Halt! Aber Graf, Teiles ist bedauerlicherweise in sein eigenes Schwert gefallen. Das war Pech. Ihr Missgeburten, ihr seid einer wie der andere. Du wirst aufgehängt, Granma. Dafür werde ich sorgen. Und dir wird es auch leid tun. Das verspreche ich dir, Hexer. Jetzt wirst du dich stellen. Ich fordere dich zum Kampf. Nein, ich werde nicht mit dir kämpfen. Du bist nicht würdig. Würdig oder nicht, mein Schwert zerlegt dich in zwei Hälften. Warte, Granma, du kommst auch gleich dran. Erstmal sagst du, feiger Hund, mir, wieso du Teiles den Tod gewünscht hast. Du kennst dich doch aus in Magie. Du warst in Kaer Morhen. Er hatte doch keine Chance. Genauso wenig wie du, Guido. Wer bist du, Hexer? Die Probe in den Bergen, der Junge, der sie damals durchgemacht hat, den du umbringen wolltest. Der warst du, ja? Abtrünnige haben den Tod verdient, Guido. Auch du hast Menschen getötet. Du giltst genauso wie ich als abtrünnig. Oder Geralt? Das Heiligtum steht unter meinem Schutz. Los, aufmachen! Denk immer daran. Einst wirst du Königin von Zintra sein. Dein Blut hast du von deiner Großmutter. Das bedeutet, du musst immer wie eine Königin handeln und nicht wie ein Kind. Aufmachen! Los, das Tor aufmachen! Sie sollen erst sagen, was sie wollen. Hier darf jeder, der es möchte, hereinkommen. Thank you.
von vertrauenswürdigen Personen haben wir erfahren, dass sich die Prinzessin hier in Militele versteckt hält. Cirilla von Zintra. Ihr würdet verstehen, dass wir sie unter den gegebenen Umständen gern unter unseren Schutz nehmen. Habt ihr einen Brief des Fürsten, Herr Graf? Dann ist sie hier, es stimmt also. Die Enkeltochter Kalantes kam während der Belagerung um, wie alle Welt weiß. Lassen wir dieses Geschwätz. Wo ist Ciri? Sprecht schon. Auf Befehl des Fürsten. Ihr lügt, wenn ihr den Mund aufmacht. Unser Gespräch ist beendet. Ihr lasst mir keine andere Wahl, Priesterin. Ihr wollt es so. Ich frage euch, haltet ihr hier Prinzessin Cirilla von Zintra versteckt? Falls sie hier ist, muss ich sie mitnehmen? Es ist mir ernst. Ich schrecke vor nichts zurück. Sie werden beide sterben, und zwar direkt vor euren Augen. Wollt ihr ihren Tod auf dem Gewissen haben? Wer bist du? Das ist unsere Seherin. Seherin? Du kennst die Wahrheit. Ich sehe eure Zukunft voraus und die Zukunft von Renfri. Nicht mal ein Monat vergeht und ihr seid alle tot. Lasst von uns ab, noch ist genug Zeit. Ihr habt es in der Hand, eurem Schicksal zu entgehen. Hast du auch dein eigenes vorausgesehen? Ich sterbe noch heute. Und ihr nicht lange nach mir. Du hast ganz recht. Du wirst heute sterben. Also sprich. Lasst von ihr ab. Lasst sie. Habt ihr verstanden? Sagt euren Leuten, dass wir aufbrechen. Warum tust du das, Kind? Ich weiß, was ich tue. Ich habe keine andere Wahl. Ich würde es mir ewig vorwerfen. Sprecht alle für mich ein Gebet. Ich verstehe euch nicht. Schon morgen wird es alle Welt wissen. Alle Könige, alle Fürsten, alle Lehnsherren von Zintra, alle Menschen alten Geblüts werden es erfahren. Hiervon erfahren, dem niederträchtigen Raub. Sie werden zu den Waffen greifen. Sie alle. Alle Welt wird sich gegen euch erheben. Kein Mensch erfährt je davon. Niemand. Hast du verstanden? Niemand.
Wohin wollt ihr, Herr? Zu eurem Vogt. Ich habe eine Kikimora erlegt. Ist es tot? Ihr könnt den Kadaver hier lassen. Ich sehe es. Das ist aber nicht so groß. Nein, Herr Wirt! Guten Nach so vielen Jahren. Ich habe schon geglaubt, du bist tot. Nein, so leicht sterbe ich nicht. Natürlich nicht. Sieh dir nur an, was aus mir geworden ist. Sieh dir nur an, wo ich hier gelandet bin. Ausgerechnet ich. Der größte Barde weit und breit spielt im Wirtshaus Plaviken. Hier hat keiner Sinn für Poesie, alle denken bloß an Kohl und Schweinskopfsülze. Dann zieh doch weiter. Es hat viel zu früh geschneit, der Gebirgspass soll unpassierbar sein. Und ich muss in Richtung Süden, nach Isperden. Zapachniało powiewem jesieni, z wiatrem zimnym uleciał słów sens. Tak być musi, niczego nie mogą już zmienić brylanty na końcach twych rzęs. Brawo, brawo! Ein schönes Lied, bardzo spielend dabei. Für die Kikimora kann ich dir nichts zahlen. Es ist kein Taler mehr im Stadtsäckel. Die Kassen sind leer. Sie hat Menschen getötet. Es sind welche gestorben, ja. Überall lauert der Tod. Wie ist es gelaufen? Es war ein Kinderspiel. Sie war vollgefressen und müde. Ein Jammer, dass Leute wie du aussterben. Du bist schon ein guter Mensch, Vogt. Ich tue nur meine verdammte Pflicht. Was soll man machen? So, ich muss jetzt weiter. Ich danke dir für die Mahlzeit. Eine bewaffnete Morde. Oh, ich muss mich jetzt auch sputen. Was ist nur los? Ist die ganze Welt auf einmal verrückt geworden? Tempel und heilige Stätten anzuzünden? Eine bewaffnete Morde ist unterwegs. Welche heilige Stätte? Die, von der du gekommen bist. Welche heilige Stätte meinst du? Sprich schon. Die Frage kann Stregobor, unser Seher, beantworten. Die Nachricht stammt von ihm persönlich. Meister Stregobor empfängt niemanden. Geht fort, guter Mensch. Vor eurer Tür steht kein guter Mensch. Ich bin ein Hexer mit einem wichtigen Anliegen. Wer bist du? Ich bin Geralt von Riva, von der Zunft der Wölfe, auch Weißer Wolf genannt. Ich kenne Geralt. Aber ich weiß nicht, ob du es bist. Nenn mir zum Beweis drei Runen von den Felsen in Kaer Morhen. Die darf ich niemals jemandem preisgeben. Doch das Ende ist immer dasselbe. Ich weiß, wer du bist. Ich habe die Stimme erkannt. Tritt ein. Sei willkommen, Hexer. Ich wusste, dass du es bist, Stregobor. Mach dich frei.
Vergiss, wie böse die Welt ist. Ist das nur Illusion? Ja. Setz dich. Auch nur Illusion. Sag, was führt dich her? Ich komme vom Heiligtum der Militäle. Der heilige Tempel war in Gefahr, was ich aber nicht gespürt habe. Ich weiß nicht, was nach meiner Abreise geschehen ist. Bist du immer noch mächtig genug zu sehen, was dort passiert ist? Das hängt allein von dir ab. Schon 2 Jahre sitze ich hier fest. Ich komme nie heraus. Du fragst dich zu Recht. Ich verstehe nicht. Was ist los mit deinen magischen Fähigkeiten? Sie wirken nicht. Sie ist dagegen gefeit. Wen meinst du? Renfri von Kreden. Sie hat mich hier aufgespürt. Morgen oder spätestens übermorgen wird sie nach meinem Leben trachten, versuchen es auszulöschen. In der Kristallkugel habe ich die schwarze Sonne gesehen. Sie kommt immer näher. Sie ist in der Stadt. Sie ist es. Ich habe von der Geschichte gehört. Aridae, der Jäger, sollte sie töten. Leider hat sie überlebt und ist ihr auf den Fersen, um sich zu rächen. Ist verständlich, oder? Zugegeben. Du hast nach meinen Künsten gefragt, ob ich sehen kann, was passiert ist. Was ist doch passiert? Geralt, sie ist hier irgendwo. Um sie ist solch ein starker Zauber. Eine Aura. Oder... Bitte hilf mir. Du willst mich bloß aufregen, mich verwirren. Du führst doch was im Schilde. Red schon. Es geht um Leben und Tod. Um mein Leben geht es genauso. Ich flehe dich an. Bitte hilf mir. Ich tue, was auch immer du verlangst. Meine Gedanken gehen durcheinander. Warte. Zwischen den Dingen gibt es sicher eine Verbindung. Renfri und Ciri. Die Frage ist nur, welche Verbindung? Renfri ist in der Stadt. Vielleicht habe ich mich in den anderen getäuscht, aber sie ist ein Ungeheuer. Du musst sie vernichten. Die Verbindung. Sag, worin sie besteht. Komm morgen früh wieder her. Bestimmt werde ich dann mehr wissen. Ich verstehe, du willst einen Handel mit mir abschließen. Ich morde nicht auf Bestellung, ich töte Menschen nicht, ich beschütze sie. Dann beschütze mich! Einverstanden. Sollte Renfri dich angreifen, werde ich dein Leben verteidigen. Sagst du es mir jetzt? Komm wieder her, wenn die Sonne aufgeht. Bleibt das Essen! Go! Go! Was sind das für Leute? 6 Bewaffnete im Dienst des Fürsten, wenn ihr erlaubt. Ein Ho! Ja! Auf unseren Fürsten! Wir haben keinen Schnaps mehr, Virto, fault hier! Hier, Mädchen! Ja, bleib hier, mein Kind! Verschwinde! Lass sie in Ruhe, mein Herr. Mein Herr, helft mir. Was ist denn das für eine Missgeburt? Weißer Affe! Mach, dass du verschwindest! Ich warte auf Renfri. Es reicht. Ich will alleine sein, raus mit euch. Du warst bei dem Seher. Misch dich nicht ein, hörst du? Ich bin Stregobur auf Befehl des Fürsten gefolgt und ich schnapp ihn mir, ganz gleich, ob lebend oder tot. Lass diesen Mann zufrieden. Ich brauche ihn und die Stadt braucht ihn auch.
Ich warne dich. Komm uns nicht in die Quere. Halt dich lieber fern von uns. Ich will nicht kämpfen müssen. Lass ihn in Ruhe. Du kriegst das mit dem Gesetz zu tun, wenn du nicht hörst. Geh lieber zurück zu deinen Ungeheuern, da, wo du hingehörst. Wenn ich dich ansehe, kommt es mir vor, als wärst du auch ein Ungeheuer. Du weißt genau, dass ich keins bin. Genauso wenig, wie du ein Mensch bist. Also nimm dich in Acht. Jetzt warne ich dich, gut aufgepasst. Deine üblen Geschäfte werde ich nicht tatenlos geschehen lassen. Mietz. Ist ja gut. Ich mag dich auch nicht. Ich habe nur Spaß gemacht. Ich mache aber keinen Spaß. Zieh dein Schwert und kämpfe, Hexer. Vermutlich hast du schon von mir gehört. Ich bin Ivo Mirze, der Meister des Schwertes. Oder auch bekannt als die Zikade. Ich hatte schon immer den Wunsch, dich einmal herauszufordern. Und herauszufinden, wie viel an den Märchen über dich wahr ist. Zieh schon! Kämpfe! Verzieh dich. Ich schlage mich nicht mit Lumpensammlern. Das habe ich mir gedacht, du feiger Hund. Muss ich dir vielleicht das in die Visage spucken? Ja, spuck nur. Meister des Schwertes! Meister des Schwertes. Da ist er! Keinen Schritt weiter, Hexer. Bleib stehen! Wo ist Renfri? Ins Dregobors Turm. Sie unterbreitet dem Zauberer einen Vorschlag. Was ist das denn? Da ist er! Du hast deine Wahl getroffen. Bist du sicher, dass es die richtige war? Du wirst hier keine Menschen umbringen, Renfri. Es wäre nichts passiert. Stregobor hielt mich zum Narren. Er meinte, ich könne die ganze Stadt niedermetzeln. Er käme doch nicht aus seinem Turm heraus. Was starrst du mich so an? Ja, ich habe dich belogen. Warum sollte ich bei dir eine Ausnahme machen? Geh fort von hier, Renfri. Oh nein. Das hättest du wohl gern. Jetzt bin ich dran. So kriegst du mich nicht, Weißhaariger. Dagegen bin ich gewappnet. Geh endlich. Wenn wir die Klingen kreuzen, werde ich. Du verstehst. Ich weiß. Ich kann aber nicht aus meiner Haut. Wir sind nun einmal, wie wir sind.
Du und ich. Umarme mich. Meister Stregobor empfängt niemanden, guter Mensch. Meister Stregobor empfängt niemanden. Ich bin's, Geralt! Ich habe alles im Kristall gesehen, Geralt. Ich will nichts damit zu tun haben. Eine abscheuliche Sache. Du bist schlimmer als Renfri. Sie war wie besessen von Hass, aber sie hatte Würde und Mut. Du hast nichts begriffen. Renfri hat den Tempel der Militäle in Brand gesteckt. Du brauchst nicht dorthin zurückzukehren. Was ist mit Nenneke? Und Ciri? Sag mir, was mit ihnen ist. Ciri lebt. Nur sie. Geh dorthin, wo du hingehen solltest. Mehr erfährst du von mir nicht. Wo ist sie? Ich will wissen, wo sie ist! Jaskia. Ich habe sie umgebracht und es tut mir nicht leid. Ich würde es sogar noch einmal tun. Die Bande hat Militäle in Brand gesteckt und alle abgeschlachtet. Und Ciri ist... Ich weiß nicht, was mit ihr ist. Ich weiß überhaupt nichts. Es heißt, ein Hexer hätte keine Gefühle, aber mein Herz hing doch an ein paar Menschen, die inzwischen tot sind. Wieso nur? Wieso nur? Tam, gdzie mieszkasz, już biało od śniegu, szklą się lodem jeziora i błota. Tak być musi. Już zmienić nie może niczego, zaczajona w twych oczach tęsknota. Wróci wiosna, deszcz spłynie na drogi. Ciepłem słońca serca się ogrzeją. Tak być musi, bo ciągle się tli w nas ogień, wieczny ogień. Który jest nadzieją. Geralt. Oh, ich bin erledigt. Wir sind ja schon da. Geh nicht weiter. Geh allein. Du brauchst mich jetzt nicht mehr. Oh, bitte, Wasser. Gib ihm welches, ja? Hier, bitte. Trink. Es ist noch ganz frisch. Du musst dir keine Vorwürfe machen. Ich glaube nicht an Ciris Tod. Stregobor hat gesagt, sie würde noch leben. Und ich würde sie schon finden.
Stregobor? Der lügt doch so lange, wie er lebt. Was hat er gesagt, was du machen sollst? Dorthin reiten, wohin Menneke mir befohlen hatte, nach Brokilon. Er hatte keinen Grund, mich anzulügen. Hier ist sie aber nicht. Vielleicht hast du bei den Elfen mehr Erfolg. Dort sind einige Flüchtlinge aus Elanda untergekommen. Frag dort nach. Ich kauerte am Wegesrand und sah, wie sie gleich nach dem Brand zurückkamen. Sie hatten keine Lastpferde. Die Priesterinnen lagen alle ermordet im Innenhof. Man hat sie vor dem Tod noch gefoltert. Hat Ciri auch dort gelegen? Ich erinnere mich nicht mehr. Das waren die niederträchtigsten Gestalten, die ich je gesehen habe. Und angeführt wurden sie von einer Frau. Von denen lebt keiner mehr. Weder sie noch die anderen. Ich war dort zu Gast. Wieso habe ich dich nicht gesehen? Ich war als Kurier unterwegs für Mutter Nenneke. Aber sicher. Und woher hast du die Narbe, doch nicht von einem Schwert? Ich wurde von irgendwas getroffen. Ich habe es nicht mehr hineingeschafft. Die Ritter der Weißen Rose, diese verfluchte Bande, ritten von Melitele weg, als säße ihnen der Teufel im Nacken. Wann ist das denn gewesen? An dem Tag. Ich lag ja da am Wegesrand. Als ich wieder zu mir kam, rauchte schon alles. Warte mal. Das hieß ja... Natürlich! Zuerst waren die von der Weißen Rose da. Diese Mörderbande kam erst danach. Bei unserer Ankunft in Elanda hat der Tempel der Melitele bereits in Flammen gestanden. Keine der Priesterinnen hatte den Überfall und den Brand überlebt. Wir wissen noch nicht, wer diese Gewalttat begangen hat. Doch am Tag vor dem Überfall ist eine Kampftruppe gemischten Blutes gesehen worden. Darunter waren ziemlich viele Elfen. In der Nähe des Heiligtums trieb sich auch ein gewisser Gerald von Riva herum, ein Hexer. Ein Abtrünniger vermutlich. Ein Renegat. So können wir nicht nach Nilfgaard zurückkehren. Das ist unsere letzte Station. Weiter reiten wir nicht. Der Kaiser. Nicht auszudenken, was uns erwartet. Kehren wir ohne das Mädchen zurück. Fallweg hat sich dafür verbürgt, dass wir sie abliefern. Dieses verdammte Balg. Morgen in der Stadt. Das letzte Treffen im Badehaus. Schön. Wieder einmal ganz unter uns sein. Ich genieße es sehr. Unbeobachtet von lüsternen Männerblicken. Man fühlt sich wieder so frisch wie neu geboren. Himmel nochmal. Es ist zwar so, dass man nicht immer gewinnen kann, aber es ist eine Goldader. Ich weiß, es ist gefährlich, weil Glücksspiel verboten ist. Aber vielleicht weißt du, wo es hier in der Gegend eine Festung, ein Lager oder eine Herberge gibt, wo sich Ritter herumtreiben. Jetzt ist es überall leer. An der Landstraße nach Novigrad halten sich allerdings einige Ritter und Kaufleute auf, schon seit einer Woche. Aber ich rate dir ab, gegen die gewinnst du nicht. Wer bist du? Berühmter Dichter und Bade, mein Herr. Soll ich euch vorspielen?
Haben wir da einen neuen Gast? Welch ein Trubel hier herrscht. Seid gegrüßt, seid gegrüßt. Wer seid ihr? Vielleicht jemand Wichtiges. Jemand, auf den ihr wartet oder auch nicht. Unter den Orden gibt es geheime Losungsworte, die man bei seinem Erscheinen sagen muss. Vorausgesetzt, man hat Kenntnis von ihnen. Frage- und Antwortspiele liegen mir nicht. Losungsworte waren dort gut, wo ihr nicht wart. Ich bin gekommen, um zu baden und werde meinem Herrn berichten, womit ihr euch hervorgetan habt. Ihr werdet mit eurem Kopf bezahlen, Fallweg und ihr. Und jetzt verschwindet! Warum so aufgeregt, mein Herr? Auch ich bin nur ein gewöhnlicher Abgesandter. Wir beide treffen hier aufeinander, weil, wie soll ich sagen, das Gesetz verlangt, dass wir gewisse Fragen untereinander klären. Aber das bleibt unter uns. Das dachte ich mir. Dann sagt, ist das Mädchen bei euch oder nicht? Das ist sie, gesund und unversehrt. Ich habe kein Recht, die Bedingungen zu ändern, die der Kaiser gestellt hat. Deshalb muss ich sie mitnehmen. Ihr helft mir, ihr werdet es nicht bereuen. Also, wo ist sie? Etwas außerhalb, ganz in der Nähe. Wie ihr sehen könnt, bin ich auf euren Vorschlag prompt eingegangen. Was bietet ihr mir? Nur noch eins. Warum hat Fallweg nicht auf mich gewartet? Ihr werdet euch wohl verfehlt haben. Er ist am frühen Morgen zu euch aufgebrochen, mein Herr. Der Hexer! Jetzt bekommst du deinen Lohn, Zikade. Wer schickt euch? Graf Fallweg. Ihr sollt mit mir kommen. Beladet die Wagen, wir brechen sofort auf. Fallweg hat befohlen, hier auf ihn zu warten. Der Graf ist bei uns im Lager. Es geht ihm sehr schlecht. Vorwärts. Habt ihr einen Nachweis von ihm, eine Losung? Wir haben Fallweg, die beste Losung, die es gibt. Er hat euch Eile befohlen. Bringt die Kinder! Brechen wir auf? Warum so überhastet? Der Abgesandte des Kaisers bringt Neuigkeiten. Er sagt, Fallweg hat befohlen, ihm zu folgen. Dich kenne ich doch irgendwoher. Ergreift ihn! Ah! Ihm nach! Ihm nach! Vorwärts! Los! Schnell auf die Pferde! Ich krieg dich.
Komm schnell weg hier! Könnt ihr mit Pferden umgehen? Wer kann einen Wagen lenken? Bauernjungen haben es im Blut. Ich muss euch verstecken, wo ihr sicher seid. Ich will nach Hause. War noch ein anderes Mädchen bei euch? Eins mit blonden Haaren? Da war eins, aber man hielt es getrennt gefangen, mit einer Haube über dem Kopf. Ist da jemand? Ciri! Ein Ritter! Ein Geheimnis, sonst weiß ich nichts! Ah! Jetzt den anderen her. Edelleute, ich habe schon viel Freude mit Frauen, aber noch nie mit gehörnten Rittern gehabt. Da liegt sicher ein Irrtum vor. Halten wir uns nicht länger damit auf. Jemand stellt sich unseren Plänen in den Weg. Vorwärts! Jetzt sag schon, wohin du wolltest. Warum hast du sie umgebracht, Renfri und Zikade? Erinnerst du dich? Ich habe dir geschworen, dich zu vernichten. Solltest du der Priesterin von Militele etwas antun. Alle anderen sind schon tot. Und du stirbst noch vor Sonnenaufgang. Ich und sterben? Verdammter Narr. Der verdammte Narr bist du, Falvik. Du hast sogar deine eigenen Leute verraten. Glaubst du, du hättest mich überwältigt? Ich wäre in deiner Gewalt. Ich habe hier bloß auf dich gewartet. Augenblick. Warum hast du ihn als Verräter bezeichnet? Auch euch hat er betrogen. Woher weißt du das? Zikaden singen schön, bevor sie sterben. Die kostbare Fracht war ihm zu schlecht bezahlt. Der Kaiser rückt mehr heraus. Augenblick, habe ich gesagt. Wartet. Welche Fracht meinst du? Das Mädchen. Was hat der Mann im Badehaus dir genau gesagt? Graf Falvik wollte einen besseren Preis für sie. Lügen. Schließlich bin ich in euer Lager gekommen.
Sie ist hier gewesen. Sie wurde entführt. Nein, das Mädchen war hier nicht. Was heißt das, Falvik? Einer sagt von euch die Wahrheit und einer lügt. Ein Gottesurteil soll darüber entscheiden. Bindet ihn los. Beherrscht euch gefälligst, Graf! Was denkt ihr euch bloß dabei, Freiherr? Wem glaubt ihr eigentlich? Nun, das ist genau die Frage, die wir beantworten wollen, Graf. Zum Duell, meine Herren. Ihr macht einen Fehler. Ich habe eine Vermutung, wo Ciri versteckt ist. Lasst uns reden. So ist das also. Dann stimmt wohl, was der Hexer sagt. Da irrt ihr euch. Nein, so ist es nicht. Lasst keinen Kampf stattfinden. Zu spät, Graf. Das Gottesurteil ist schon ausgerufen. Hol all deine Leute zu Hilfe. Das ändert sowieso nichts. Verbindet ihr mir nicht die Augen? Nein. Sie werden sich selbst schlagen. Ihr drei werdet zuerst dran glauben. Und Falvik, wie versprochen. Ich werde nicht mit dir kämpfen. Sagt, wo das Mädchen ist. Ich weiß es nicht. Ich hatte Anweisung gegeben, sie zu verstecken, falls Gefahr drohen sollte. Sie muss hier in der Nähe sein. Vielleicht im Keller des Wirtshauses. Ihr müsst das Duell annehmen. Ich habe es gesagt, ein Feigling und Verräter. Halt! Er hat sich hier herumgetrieben. Oh. Bist du wieder nüchtern? Wohlgeboren, ich. Gerade verlässt mich jener segenbringende Zustand, der die Welt in Stimmung hält. Wenn es euch also belieben würde, ein Tröpfchen zu spenden aus euren reichlich vorhandenen Vorräten, für die eure fruchtbaren Weinberge... Kein Wort mehr, halte inne. Bitte, Herr, hört mir zu. Die schlimme Nachricht wird euch erschüttern, fürchte ich. Man hat den berühmtesten aller... Baden im Grenzland aus der Stadt gejagt wie einen Hund. Ein Herumtreiber wurde ich genannt. Fesselt ihn und flößt ihm was ein. Was soll das? Ich kann doch selbst trinken. Du warst auf der Suche nach Ciri, das ist uns bekannt. Streng deinen Kopf an. Wer hat sie mitgenommen? Fällt es dir nicht ein? Das dachte ich mir schon. Was soll's, mein Auftrag ist erfüllt, die Sache abgeschlossen und erledigt. Falvik, der Verräter, ist durch deine Hand gestorben und du wirst durch meine sterben. Bis morgen früh an den Pfahl binden. Alle beide. Es ist stumpf. Jetzt mach schon weiter.
Was machen wir jetzt? Feuer legen. Geralt, hier führt kein Weg heraus. Denk lieber nach. Ciri war hier, hat die Tür zugesperrt. Es war dunkel. Sie hat nichts gesehen. Sie muss irgendwie rausgefunden haben. Aber wie? Irgendwo muss es doch. Sie muss irgendwas gemacht haben. Verdammt, jetzt hilf mir schon, den Weg nach draußen zu finden. Wir ersticken hier drin. Komm schnell raus, bevor sie wieder zugeht. Pytasz, co zrobiłeś źle, wciąż zadajesz pytania. Oszukać przeznaczenie chcesz i spotyka cię kara. Twój los już napisany jest, twe daremne starania. Jak kamień, co rzucony chce, gwiazdą w niebie się znaleźć. Ich suche ein Mädchen. Eins mit blonden Haaren und himmelblauen Augen. Bedauere, Bruder. So jemand ist hier nicht. I sam przed sobą wstydzisz się. I po co ta walka? Miłości nie uciekniesz więc, poddaj się jej. Du wirst sie finden, wenn du alles genauso tust, wie es sein soll. Wenn du mit dir selbst vollständig im Reinen bist. Und wie komme ich dahin? Befreie dich von der Vergangenheit. Für immer und ewig. Komm vor. Komm vor, guter Mann, ich tu dir nichts Böses. Warst du allein unterwegs? Mit Dienerschaft, aber sie sind weggelaufen, diese furchtbaren Schreie. Das wundert mich nicht. Am besten tust du das auch. Die Ladung, mein Herr. Der ganze Besitz. Ein Jahr Arbeit. Ich habe Kinder. Du weißt wohl nicht, wo der Teufel dich hingeführt hat. Hier erwischt es viele, die den Weg abkürzen wollen. Was hast du da auf dem Wagen, dass dir sogar dein Leben wert ist? Bitte rettet mich. Ihr seid doch ein Hexer, mein Herr. Ich gebe euch alles, wenn ihr mir nur beisteht. Ich hätte es niemals für so einfach gehalten. Wovon redet ihr?
Einverstanden. Du gibst mir, was du bei deiner Rückkehr zu Hause vorfindest und mit dem du nicht gerechnet hast. Schwörst du das? Ja, Herr. Lauf durchs Tor, aber schnell. Lauf schon. Mein Herr. Oh, halt. Ihr habt Fieber, Herr. Ihr müsst trinken. Wohin bringst du mich? Wir fahren mit dem Wagen zu mir. Ihr verliert immer mehr Blut. Im kleinen Sack ist ein grünes Fläschchen. Flöß mir die Hälfte ein. Aber sieh dich vor, es ist Gift. Wo sind wir inzwischen? Schon am Sacec. Bald sind wir am Yaruga-Fluss, meiner Heimat. Was ist mit euch? Seht nur hinter den Bäumen. Svotolitka und die beiden Söhne. Ein Jahr nicht gesehen. Geralt. Vorwärts! Ich hatte euch doch versprochen, dass ihr einen meiner Söhne mitnehmen könnt, nicht wahr? Nein, nein, ich nehme niemanden mit. Was willst du dann? Ich habe es versprochen. Ich will nichts von dir. Oh! Svotolitka! Und wer ist das? Sieht gefährlich aus. Er ist ein Freund. Er hat mir das Leben gerettet. Aber das erzähle ich dir später. Wo sind die Kinder? Sie kommen gleich, alle drei. Warum denn drei? Wir haben noch ein Mädchen. Die Druiden haben es gebracht, die nach dem Krieg die Waisen gerettet haben. Nicht böse sein, du wirst sie lieb gewinnen. Der Vater! 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 Vater!
habe es gewusst, immer gewusst. Wie lange ich warten musste. Jetzt bleiben wir aber zusammen, nicht wahr? Für immer. Du darfst keinen Tag mehr weggehen. Bitte, Geralt, lass mich nie wieder allein. Ciri. Es hat damals geheißen, dass ich das Kind deiner Vorsehung bin. Hab ich nicht recht? Hab ich nicht recht? Ja, hast du. Du bist mehr als nur das.